Trauer um Ron Tutt, der legendäre Schlagzeuger, ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Er arbeitete unter anderem für Elvis Presley. Ronnie Tutt ist verstorben. Der Schlagzeuger, der unter anderem mit Elvis Presley von 1935 bis 1977 arbeitete, wurde 83 Jahre alt. Der Tod des Drummers wurde auf Graceland.com bestätigt. Tutt begleitete Elvis Presley bis zu dessen Tod 1977 fast ein Jahrzehnt lang. Er war nicht nur ein legendärer Schlagzeuger, sondern auch ein guter Freund von vielen hier bei Graceland. Wir haben es jedes Mal genossen, wenn er hierher kam, um die Elvis Week, Elvis Geburtstag und viele andere besondere Anlässe zu feiern, heißt es in dem Statement. Tutt wirkte darüber hinaus an zwei Alben von Billy Joel mit. Zudem arbeitete der Schlagzeuger für die Carpenters, Roy Orbison, Neil Diamond und Jerry Garcia.